Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth. Mein Name ist Michael, statt Michaels Let's Plays. Und wir haben das letzte Mal mit Eden verloren. Nicht auf den Winstreak achten, denn ich war in der Isaac-Depression und habe halt so Runs gemacht, wo so halbherzige. Ich habe aber mit Lazarus Hasch geschafft, also etwas habe ich gemacht. Und ich dachte mir, dass wir immer abwechselnd spielen. Oh mein Gott. Okay, das ist der Seed. Und Eden. Eden hat einfach Godhead bekommen. Wir haben Godhead. Also, ein richtig, richtig seltenes Item. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Leben wir haben. Also, Eden ist ja auch, was Leben technisch angeht, auch komplett random. Warte, das können wir mal machen. Und wir haben ein Angel Deal und ein Devil Deal Item bekommen. Als Anfang. Für den Anfang. Das ist ja richtig heftig. Also, Alter. Sowas Heftiges habe ich noch nicht erlebt. So, wir machen mal den Scheiß hier weg. Ich meine, wir können sogar jetzt gerade nur ein Herz besitzen. Das kann sein, ich weiß halt nicht. Ob wir jetzt viel haben oder nicht. Ob wir 3, 4... Kann man ein halbes Herz nur kriegen? Auf jeden Fall nehmen wir das und gehen zum Joker und bekämpfen direkt Krampus. Ups. So. Du bist ein Item, was ich nicht haben will. Also Krampus Kopf ist an sich ja eigentlich stark. Aber irgendwie mag ich es dann irgendwie doch nicht, weil das braucht halt ganz schön lange zum Aufladen. Und ich benutze es eigentlich nur noch für Bosse. Upsala. Und irgendwie mag ich andere Items irgendwie trotzdem ja. Deswegen an sich ist das halt ja richtig stark, aber irgendwie, wenn es halt nicht benutzt wird, wisst ihr, ist es ja nicht mehr stark. Auf jeden Fall habe ich mir ja eigentlich gedacht, ja, spielen wir ein bisschen abwechselnd. Eden, wenn ich mal mit Eden verliere, spielen wir halt Lost. Habe ich auch gemacht. Bin aber zweimal gestorben. Das erste Mal bin ich gestorben, weil ich aus Versehen meine Items rerollt habe. Das ist der Seed immer noch und ja, mein Damage sieht gut aus. Ja. Okay. Wir hatten 3 Herzchen. Und jetzt haben wir auch 3 Soul Hearts. Ich meine, what the fuck? Was ist das sonst für ein Start? Auf jeden Fall im letzten Run habe ich ja richtig reingekackt. Ich sollte das Spiel nicht unterschätzen. Also ich meine, man sieht, ich habe mir so gedacht, so ja, den kann man nicht mehr verlieren, den Run. Hab's aber verloren. Weil ich ein Vollidiot bin. Und auch wenn jetzt der Run so scheint, als ob man ihn nicht verlieren kann, sollte ich ja trotzdem drauf Acht geben. Nicht zu dumm Schaden zu nehmen. Am besten gar keinen Schaden nehmen. Und irgendwie vielleicht nicht den Boss Rush zu machen. Und ich mache gerade die ganzen Steine hier kaputt. Weil ich kann. Okay, da oben könnte ein. Jupp. Pillen. Heute sind wir pillensüchtig. Tier down, fick dich. Power Pill, aha. Range down. Okay, wir haben nur Scheiße bekommen. Ja, gut. Hätte jetzt nicht sein sollen. Oh Gott. Wir machen es einfach so hier.
Ich habe mir gerade so überlegt, ich weiß gerade nicht, ob Leo die Tonnen auch zertrampelt. Oder nicht. Also wir müssen... Müssen wir noch Megasatan mit Eden schaffen oder müssen wir Hasch mit ihm schaffen? Ich glaube, wir müssen Hasch schaffen. Und wenn das so ist, sollten wir uns beeilen. Also ja, nicht unterschätzen, aber mit Godhead kann es schon nice werden. Warte, wir können ja nachgucken. Ja, Megasatan haben wir schon, deswegen... Ups. Schlüssel, Schlüssel. So, okay. Schnell rein. Austauschen. 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 Tauschen. 99 Bomben nehme ich. Okay. Jetzt haben wir 99 Bomben. Ist da der Geheimrang? Yep. Okay. Perks. Okay. Perks. Perks. Keine Ahnung, was das mir bringt. Muss noch nachschauen. Ansonsten würde ich hier reingehen. Was kriegen wir hier? Scheiße, okay. Weiter geht's. Jetzt machen wir den Boss. Und wir sind gerade schon bei 6 Minuten bei 2 Ebenen. Das ist nicht gut. Das ist eine Minute pro Ebene zu viel, die wir vergeudet haben. Und wir hatten ja gute Items, also das hätte schneller gehen können. Aber wir haben auch Leo, was uns ja halt auch komplett abgelenkt hat. Oh Gott. Oh, ich dachte, ich schaffe das irgendwie ohne Schaden zu nehmen. Okay, jetzt haben wir immer einen Devil Deal. Und ich nehme das hier. Und das Baby interessiert mich nicht. Und weiter geht's. Okay, 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 okay. Ja, komm. Die tote Katze. Nehmen wir. Nice. Jetzt haben wir sogar noch 9 Leben. Also wenn wir das verkacken, dann weiß ich auch nicht. Also wirklich. Das muss jetzt machbar sein. So, und jetzt wirklich Beeilung. Wir gehen nach rechts. Rechts geht's weiter. So. So. Der Emperor. Okay, okay. Wir haben jetzt aber auch keinen Knockback mehr, weil wir ja Piercing-Shots haben. Auf das sollten wir achten. Und Godhead ist echt gut. Das ist wirklich stark. Also ihr seht, was es macht. Also das ist das, was mit den Tränen passiert. Diese Aura und auch so ein bisschen Homing-Effekt. Aha. Was bist du von mir? Tears Down. Natürlich werde ich das jetzt einsetzen. Ein Schlüssel. Lippenstift. Okay. Die Karte wäre an sich nice. Aber wir haben kein Geld dafür. Deswegen ziehen wir einfach weiter. Und ich meine, wir machen jetzt einfach das hier, weil ich keine Ahnung habe, wo wir lang müssen. Und ich keine Zeit damit verschwenden will, zu suchen. Ich würde ja gerne beides nehmen, aber ich glaube, ich nehme nur das hier. Ja, ich nehme nur das hier. Und ich habe keine Ahnung, was es mir bringt. Das ist ein Item, was ich erst freigeschalten habe mit Lazarus. Hat ja doch was gebracht. Okay, und ich schaue nach. Okay, ich habe nachgeschaut. Ja. Also,
Wir dürfen nicht mehr als ein Herz haben. Und das gibt uns halt irgendwie random Bad Trip. Ist das dein Scheiß Ernst? So, was haben wir hier? Justice. Okay. Range down. Und jetzt ist es irgendwie traurig, dass wir Leo haben, weil wir jetzt auch fliegen können. Irgendwie, naja. Irgendwie bescheuert. Okay. Dann kaufen wir das hier. Ja, was hätten wir noch bekommen können? Ich weiß es gerade gar nicht so richtig. Aber ich mag More Options. Bringt, dass wir bei Bossräumen eine Auswahl aus zwei Items haben. Yes. Autsch. Natürlich. Natürlich. So, wir sind jetzt bei Caves 2 bei 10 Minuten. Das ist, glaube ich, ganz okay. Das ist, glaube ich, ganz gut. Zeitlich gesehen. Haben ja eine Ebene sozusagen übersprungen mit der Emperor Card. Au. Help up, okay. Das ist nicht gut. Wir dürfen kein Herzchen bekommen. Sonst wird der Effekt von dem Scheiß deaktiviert. Das will ich nicht. Okay. Charming Tears. Aber können wir dann trotzdem das Herz aufopfern? Ich meine so beim Devil Deal? Wenn ja, dann ist es ja ganz nice. Was bist du? Power Pill. Gib mir Justice. Ach, komm schon. Und weiter geht's. Zum Boss gegen Mega Fatty. Auf einem sehr engen Raum. Und weg ist er. Okay, 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 warte. Ich nehme... Überlege ich mir noch. Ach du Kacke. Ich muss das wissen. Ich muss das wissen. Aha. Ich glaube, ich nehme das. Okay, Ranger bringt mir jetzt nichts. Okay, dann ziehen wir jetzt mal weiter. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Gott-Effekt noch gilt. Wenn ja, wäre es halt jetzt irgendwie Verschwendung. Aber naja. Wo ist mein Körper? Und doch, wir haben noch Gott-Effekt. Warum haben wir keinen Körper? Kann mir das einer erklären? Und da kommt der Random-Effekt. Nice, Alter, nice. Alter. Okay, jetzt will ich Hasch besiegen. Jetzt will ich wirklich, wirklich Hasch besiegen. Okay, du gibst mir Magician. Brauche ich nicht. Justice, Hermit. Her damit. Ein Hermit. Wir kaufen das hier. Und raus. Ups. Also ich muss das ja noch alles aufladen. Super. Ich würde jetzt auch die Gabe mitnehmen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was sie bringt, aber ich will jetzt auch nicht nachgucken, ehrlich gesagt. Gott, Gott, Gott. So. Und wir brauchen noch ein Item Raum. Range down, natürlich. Und ein halbes Herz, damit wir es aufopfern können. Denn wie wir gesehen haben, konnten wir es nicht aufopfern. Deswegen brauchen wir ein halbes Herz. Und ich weiß echt nicht, warum wir keinen Körper haben. Brauchen wir nicht. Nein, nicht ein ganzes. Jetzt laufen wir. Jetzt haben wir einen Körper. Okay. Dann wird es jetzt so sein, dass wir ihn besiegen und hoffentlich es gleich opfern können. Au. Das ist so stark, die Kombo. Ich meine, Alter.
Das sieht auch geil aus, das mit dem Violett. Auf jeden Fall dich. Tiersack und zwei Herzen. Auf jeden Fall. Und noch ein Vier-Effekt. So. Was bringst du? Powerpill. Ja, okay. Und weiter geht's. Okay, okay, das ist jetzt... Wir sind gerade echt gut in der Zeit und ich frage mich, sollten wir den Boss Rush machen? Ich weiß, ihr werdet jetzt denken, Alter, du hast doch, fuck, du hast doch letztens erst den Boss Rush verloren. Aber ich meine, schaut euch uns an. Ich meine, das habe ich auch das letzte Mal gesagt, aber ich verstehe langsam die Glücksspielsüchtigen. Also ich meine, achso, ich muss euch nochmal killen. Also ich meine, auch das mit den Herzen aufopfern für den Dings da. Wie heißt das? Für den Aufopferungsraum. War ich ja auch bereit. Sticky Bombs bringt mir doch auch nichts, glaube ich, oder? Wie soll es? Aber ich meine, guck mal, wir haben jetzt sogar noch mehr Herzchen als früher. Warte, das können wir mal einsetzen. Health up. Behalte ich mal. Könnten wir für ein Item aufopfern. So. Ja, komm, setzen wir es ein und nehmen das halbe Herz. Jetzt können wir nicht mehr fliegen. Okay, man darf überhaupt keine Herzen haben. Ich dachte, wenn es ein halbes ist, geht das. Warte, warum haben wir jetzt ein ganzes? Schon okay. Schon okay. Two of Diamonds, okay. Oh nein. Jetzt würde ich gerne fliegen. Aber danke, danke Raum, dass du kein Arschloch bist. So. Wir brauchen eine Münze. Nee, Two of Diamonds will ich auch jetzt nicht aufbrauchen. Obwohl, müsste ich mal. Wegen Hasch halt. Da gibt's auch noch einen Shop. Was gibst du uns? Ein Soul Heart. Okay, aber brauchen wir nicht. Sind schon voll. Hm? Das ist so unglaublich stark. So, okay. Jetzt setze ich auch mal Two of Diamonds ein. Und hier war der Shop, ne? Okay, ja, ich hätte zuerst dich sprengen sollen. Hat sowieso nichts gebracht. Und machen dann einen auf den hier. Bei dir machen wir das. Nein, das wollte ich nicht. Devil. Und Firm Bones. Brauchen wir nicht. Was ist das hier? Tears Up. Ja, jetzt. Jetzt verstehen wir uns. Pheromone brauchen wir nicht. Und so. Gut, wo ist denn der Boss? Ich würde gerne mein Herz aufopfern. Ich opfer dir mein Herz. So. Okay. Haben wir keine Wegteleportierkarte? Eine Wegteleportierkarte wäre sick. Wir nehmen hier das Polaroid. Die Hure von Babylon.
und checken mal ab, was hier so ist. Schokoladenmilch. Ist an sich halt richtig geil, aber brauchen wir jetzt nicht bei Brimstone. Deswegen verzichten wir jetzt mal auf den Boss Rush. Auch wenn ich, also ich mache ihn auch gerne, weil ich Spaß dran habe. Tut mir leid, hab gerade das Mikrofon fallen lassen. Es ist gerade einfach umgekippt. Und das ist jetzt gerade richtig merkwürdig. Anscheinend hat irgendetwas einen Wackelkontakt. Entweder das Mikrofon oder die Kopfhörer. Aber auf jeden Fall höre ich jetzt alles so viel krasser und lauter. Also das Spiel und mich selber noch dazu. Das ist einfach richtig merkwürdig jetzt. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich viel zu laut rede. Aber ich glaube, ich sollte das Gegenteil machen und lauter reden. Aber weil ich halt mich so laut höre, ist es einfach nur verrückt. Einfach nur verrückt. Okay. Au. Drecksding. Wheel of Fortune. Mhm. Nice. Bei Hush werden wir ja auch nochmal einen Job haben, habe ich ja schon erwähnt. Deswegen sind viele Münzen erwünscht. Oh Gott. Ja, komm. Oh, immer noch nicht tot. So. Jetzt höre ich wieder alles wie vorher. Und jetzt ist das wieder komisch. Okay. Passt aber schon. Ja, wir können direkt rein. Oh. So, und jetzt noch du. Ich meine, das ist echt krass stark. Was wir jetzt hier für eine Combo haben. Okay, okay. Was haben wir hier? Wir nehmen mal dich hier. Nehmen dich. Nehmen dich. Und haben jetzt einen Double Brimstone. Nice. Und nochmal ein Damage Up. Und den Pilz, ich weiß gar nicht, was der Pilz nochmal bringt. Bringt er den Tears Up? Also ich hatte irgendwie gerade so einen Denkfehler und dachte so, ja, dass ich beides nehmen kann. Kann ich aber nicht. Münzen. Schlüssel. Und ich hoffe, dass beim Hush im Shop kein Greed ist. Das wäre ja mega, mega ärgerlich. Und ich meine, wir haben jetzt richtig viele Bomben, aber irgendwie nutzen wir sie nicht. Ich habe es einfach vergessen. Einfach nur vergessen, dass wir das überhaupt machen können. Wow. Okay. Wir sind echt stark geworden. Ja. Oh, und da ist schon der Boss. Okay. Au, wie hat es mich getroffen? Okay. Gab hier Item Nummer 2 und Abaddon. Wir sind jetzt Leviathan. Das sieht einfach so sick aus. Und wir haben eine Corona-Maske. Nice. Sick. Einfach nur sick. Und wir machen Hush. Nice. Nice, nice, nice. Das ist... Ich freue mich. Was haben wir hier? Mehr Trinkets. Eine Karte. Haben wir nicht schon eine Karte? Nein, haben wir nicht. Hast mit dem letzten Run verwechselt. Aber irgendwie überzeugt mich hier jetzt auch gar nichts. Ich würde das einfach spenden. Also ja, die Karte könnte man nehmen.
Die ist halt praktisch, ja, aber... Und mehr Trinkets zu haben ist auch praktisch, aber wir sind gerade echt stark und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir es einfach nicht notwendig haben. Oh mein Gott. Damage up. Steven, hallo. Willkommen im Team. Das wäre interessant, aber wir sind gerade viel zu... Das, auf keinen Fall werde ich das, was wir jetzt hier haben, tauschen. Upp. Kein Coral Space, okay. Was bist du? Power Pill, okay. Oh. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich echt nicht kommen sehen. Random Buddy nehmen wir mit. Das nehmen wir aber nicht. Okay, wir haben jetzt 5 Münzen. Können Sie eine Pille kaufen? Perks. Das war's. Jetzt werden wir Hasch begegnen. Sehr schön. Und Angriff. Vollen Angriff. Okay. Bam. Oh, wir haben ja kein Schutzschild mehr. Aber jetzt haben wir wieder einen. Ich sollte darauf achten. So. Und jetzt kommt der wahre Boss. Okay. Ich fühle mich ein bisschen groß. Und wenn ihr solchen Projektilen ausweicht, müsst ihr darauf achten, dass ihr mit dem Körper ausweicht und nicht mit dem Kopf. Weil der Körper ist die Hitstelle und nicht der Kopf. So, jetzt setzen wir dich ein. Und das ist einfach richtig nervig an Hasch. Ich meine, jetzt chillt er halt da unten im Boden und ich kann halt nichts machen. Also ich treffe ihn jetzt nicht und jetzt kann ich ihn erst wieder angreifen. Ach du Kacke. Das sieht ja einfach nur mega geil aus. Oh Mann, das sieht aus wie... Ich weiß gerade nicht, wie diese Männchen heißen, aber ihr kennt das doch bei diesen Autohäusern oder irgendwo, wo dieses Luftmännchen so rumwackelt mit den Armen. Das habe ich gerade nachgemacht, hat leider keiner gesehen. Ups. Ups, falsche Richtung. Autsch. Aber schon okay. Och. Als ob genau in diesem Moment mein Schutzschild leer geht. Ach Gott, da bin ich reingerannt. Das hätte ich besser ausweichen können sollen. So, weg sind die. Okay, ich will mich jetzt hier nicht so in die Ecke drängen lassen. Das sieht so krank aus. Ich finde, das sieht mega witzig aus. Okay. Au. Und mit Samson, als ich gespielt habe, da hat er ungefähr so viel Leben und ich habe verloren. Das war richtig ärgerlich. Oh, praktische Richtung. Das war wirklich ärgerlich. Und, yo. Nerv nicht. Du kannst mich nicht besiegen, fuck. 2 Herzchen. Komm schon. So. Wir haben ihn besiegt. Und wir haben Eden's Blessing bekommen. Und Cracked Baby für den Multiplayer. Was haben wir hier? Ein Schlüssel. Jo, wir könnten die Powerpille nehmen. Sips. Und weiterziehen. Und zwar nach oben. In die Kathedrale. Huch.
Vorletzte Ebene. Ich wollte mich gerade auf einen Stein verstecken. Geht aber logischerweise nicht. Autsch. Passt schon. Halb so schlimm. Wir haben halt nur noch ein Herz. Scheiße. Das wollte ich nicht. Jetzt haben wir ein weißes Herz, was uns die Fähigkeit vom Fliegen in der nächsten Ebene wegnimmt. Das wollen wir nicht. Die Lösung wäre es, jetzt Schaden zu nehmen. Zweimal. Ich werde jetzt nicht mit Absicht Schaden nehmen. Aber ich überlege es gerade, ob ich das tun sollte. Also ich meine, dank 9 Leben schaffen wir den Run schon irgendwie. Selbst wenn wir jetzt sterben. Ja, was gibst du mir? Bob's Rotten Head. Nein, danke. Das will ich nicht. Okay. Ich meine, wir kommen in den Raum und rasieren alles. So. Was willst du mir bieten? Ein Item. Okay. Ach, fuck. Ich wollte das Herz nicht einsammeln. Das war jetzt richtig aus Versehen. Einfach rasiert. Einfach rasiert. Ich hätte jetzt doch gerne den Boss Rush gemacht. Das wäre bestimmt witzig. Aber naja. Devil. Was bietest du mir? Was bietest du mir? Was bietest du mir? Balls of Steel, okay. Tammy Set. Ach du Kacke, geil. Power Pill. What makes you small? Wir sind gar nicht kleiner geworden. Okay, wisst ihr was? Da wir hier irgendwo die Balls of Steel Pille haben, werde ich jetzt. Das Herz verlieren. Jo, ich würde trotzdem das oder nee, lass mal das nehmen oder ich meine, wir haben eine Powerpill, deswegen kommen wir jetzt kostenlos raus, aber nehmen wir einfach mal dich. Das Buch hat uns Gutes getan. Helfer ab, nein. Pheromones, nein. Helfer ab, nein. Powerpill, ja. Was haben wir hier? Guppy Set. Wir sind Guppy. Wir sind jetzt zusätzlich zu dem Guppy geworden. Ich meine, what the fuck? Ich meine, Schaut euch das einfach mal an. Also ich meine, krank. Das ist ja richtig krank. Kamikaze, das. Also das sieht echt enttäuschend aus. Ich meine, wir brauchen gar nichts davon. Man könnte das ein oder andere nehmen, aber ist ja eigentlich auch egal. Also, ich meine, der Grund, warum ich es jetzt nicht nehme, ist, dass man eventuell eine Jera-Rune finden könnte. Und damit könnte man es rerollen. Vielleicht bekommt man ja auch Dead Key und man kann Mega-Satan besiegen. Warte mal, wir haben noch die Autobatterie, oder? Wir setzen quasi das Ding zweimal ein? Ne, wir haben keine Autobatterie. Das war in einem anderen Teil.
Hab ja davor zweimal mit Lost verloren. Ich glaube, da hatte ich eine Autobatterie gekauft. Ja, klar, wieso nicht? Was bist du, Tears Up? Ja, wieso nicht? Ich meine, wir kommen in den Raum und zerficken einfach alles mit L2. Ich schieße nicht. Ich schieße nicht einmal. Also wirklich, ich drücke nur L2 und schon ist alles gefickt. Alles wird gefickt. Und nach oben wird es wohl gehen. Oder nein, da waren wir auch schon. Doch, hä? War das einfach ein leerer Raum? What the fuck? Ich meine, das ist... Ich habe mich echt... Also... Das ist... Mir fehlen gerade einfach nur die Worte, ehrlich gesagt. Das ist einfach nur heftig. Einfach nur heftig. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass ihr morgen wieder einschalten werdet. Zu The Binding of Isaac Afterbirth. Mit dem Eden Run. Das ist jetzt unser Neustart. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und bis morgen.